Wir werden uns das gleich noch mal genauer angucken, was Provokation, was Reaktion ist. Herr Seipel, Sie waren, ich glaube, bis Ende letzter Woche, bis zum Wochenende mit Wladimir Putin im Fernen Osten unterwegs. In einem halben Jahr hat er die Krim klargemacht und den Osten der Ukraine gleich mit. Wenn Sie ihn aus der Nähe beobachtet haben, sehen Sie da eine Art von Genugtuung, von einem befriedigten Zeichensetzen nach den Bedrohungen, wie Herr Pleitgen sie eben skizziert hat? Also ich glaube, das auf die Ebene der Psychologisierung zu setzen und zu schieben, ist der falsche Punkt. Der steht unter Spannung. Er muss das ja regeln. Es ist ja kein Frieden da bisher. Man hat einen 7-Punkte-Plan vorgestellt. Ich habe einen angespannten Mann durchaus erlebt. Was er gemacht hat, ist natürlich, seine russischen Interessen zu vertreten. Das ist relativ simpel. In der Ukraine, um das nochmal zu sagen, gab es einen Umsturz. Wir wissen, dass in der Ukraine relativ viele russische Interessen sind. Es gibt Rüstungsbetriebe, es gibt auf der Krim die Stationierung der Flotte und es gab dieses Assoziierungsabkommen, auf das Herr Pleitgen abgehoben hat. Dieses Assoziierungsabkommen hat gesagt, entweder Ukraine, du kommst zu uns in die EU oder es läuft nichts oder du gehst zu den Russen. Aber du kannst nicht sozusagen da bleiben, wo du bist, bei beiden sozusagen. Und das funktioniert nicht. Und das bedeutet wirtschaftlich gesehen, und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, dass Russland massiv geschädigt wird, strategisch sowieso. Wir haben es mit Geopolitik zu tun, mit mangelnden Abstimmungen des Westens. Und da hat der Westen sicherlich massive Fehler gemacht, dass es dann dazu gekommen ist, wo wir sind. Frau Rose, aus russischer Sicht, die vertreten Sie. Kann sich Putin, wenn man den Friedensschluss anguckt, auf welcher Basis der gemacht wurde, auf dem Einsehen nämlich von Kiew, dass militärisch nicht zu gewinnen ist, kann er sich als halber Sieger fühlen? Herr Putin will jetzt keinen Sieger abgeben. Es geht auch nicht um den Sieg von Russland über die Ukraine. Das müsste man schon jetzt klarstellen, dass es ja kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern ein Bürgerkrieg innerhalb der Ukraine. Und Putin ist... Wir haben ja offenbar Gäste im Publikum, die auf Russisch auch, das ist ein bisschen schwierig für uns, weil mein Russischkurs ist ausgefallen, ich kann es nicht übersetzen. Deswegen, Frau Rose, sprechen Sie weiter. Das war ein sehr dreckiges Schimpfwort, was Herr aus dem Publikum gesagt hat. Deswegen möchte ich das nicht wiederholen. Die Herren, die gut Russisch können, werden das auch wahrscheinlich nachvollziehen, warum ich das nicht übersetzen darf. Darf ich die Bitte an Sie äußern, das Gastrecht nicht zu missbrauchen? Weil das finde ich für eine Diskussion nicht gut. Vor allen Dingen, wenn wir nicht nachvollziehen können, was Sie hier reinrufen. Darf ich Sie darum bitten? Danke, auch im Namen der anderen Gäste. Gestatten Sie, dass ich inhaltlich noch mal da einhake, wo eben die nicht zu übersetzende Reaktion aus dem Publikum kam. Sie sagen, es ist kein russischer Konflikt. Ja, das ist ja der Krieg in der Ukraine, das ist ein Bürgerkrieg innerhalb der Ukraine. Es waren auch keine russischen Soldaten da. Und da es waren keine russischen Soldaten da. Ich möchte jetzt auf diese Details nicht eingehen, weil ich keine Beweise kenne. Ich vermisse hier diese Beweise. Und zum Beispiel heute habe ich einen Artikel über die Nachfrage der linken Fraktion bei der Bundesregierung vorbereitet, wo die Linksfraktion im Bundestag gefragt hat, was für Kenntnisse besitzt dann die Bundesregierung über den Absturz des Flugzeuges. Und in der Antwort der Bundesregierung, Herr Altmaier weiß wahrscheinlich, worum es geht. Morgen gibt es einen ausführlichen Untersuchungsbericht, dann haben wir alle die Fakten, wir wissen es im Moment noch nicht. Richtig, aber irgendwie vermisse ich da die Beweise und ich kann jetzt in Details nicht reingehen. Ich möchte sagen, dass der Krieg tatsächlich in der Ukraine ist, dass die Konfliktparteien in der Ukraine sind und dass wahrscheinlich Russland und der Westen die jeweilige Partei unterstützen. Herr Rack. Ich möchte zu Beginn meiner Antwort zwei Aspekte aufgreifen, und zwar: Wir vergessen immer, wer zuerst die Kampfhandlungen angefangen hat. Und zwar nach dem Genfer Abkommen war das die ukrainische Regierung. Das waren keine Separatisten. Die ukrainische Regierung hat die Kampfhandlungen gleich nach dem Genfer Abkommen zuerst angefangen. Wann? Worauf Zweitens wollte ich auf... Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil da wird man sich mit Tagen oder Stunden, das ist etwas... Antworten, dass die ganze Nation in die EU strebt, das ist wahrscheinlich auch falsch verstanden, weil wenn wir auch die Bilder im deutschen Fernsehen gesehen haben,
Ende März, Anfang April. Da war in dem Rathaus, das Sie erwähnt haben, sehr viele Separatisten waren da oder sehr viele Bürger, die das Rathaus besetzt haben. Aber da waren auch sehr viele Polizisten in voller Ausrüstung, die sich nicht gerührt haben, die gestanden haben und zugeguckt haben, wie das weiter wird. Und ich denke schon, dass es nicht der Krieg, den Russland führt, sondern das ist der Krieg, der in der Ostukraine wahrscheinlich auch die Leute führen, die dort leben. Es ist hier genauso missverstanden worden, dass der Westen, die EU und Deutschland eigentlich die ukrainische Regierung sehr unterstützen und nie auf den neuen Verbündeten einwirken, damit der neue Verbündete diesen Krieg stoppt. Und das vermisse ich in den Ausführungen von Herrn. Da muss ich nochmal an meine Frage erinnern. Die Frage weiß ich noch. Ja? Darf ich bitte dann auf die jetzt antworten, nachdem ich diese zwei Aspekte unterstrichen habe? Und zwar, Putin ist nicht der Bösewicht, wie man hier in Malta, der für alles verantwortlich ist. Und man muss den Putin nur wegnehmen oder irgendwie eliminieren und danach wird alles gut. Danach kommt ein neuer Mensch, der gut wird und der, dann wird alles ruhig und dann wird auch Verständnis mit dem Westen wiederhergestellt und die russische Bevölkerung wird genauso mit Freude in die EU streben oder nach dem Westen streben, wie jetzt die ukrainische Bevölkerung tut. Das ist ja ein... Das ist eine sehr falsche Prämisse, von der viele leider in Deutschland geleitet werden. Ich möchte das klarstellen, dass Putin nur die Stimmung aufgreift, die in der russischen Bevölkerung sich breit gemacht haben. Sie werden gleich einen O-Ton habe ich auch einen deutschen Mann wie Herr Reitschuster, eine russische Frau. Aber ich beziehe mich nicht auf meinen deutschen Mann, um meine Argumentation zu untermauern, sondern ich beziehe mich auf die Freunde und Bekannte aus Russland, die ich sowohl auf der Seite der demokratischen Opposition habe, als auch auf der Seite der Anhänger von Putin. Ich muss zugeben, die Leute, die in meiner Umgebung Putin gegenüber sehr kritisch eingestellt wurden, die sind mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise ihm wohlgesonnen geworden. Zwar kritisieren sie eine Seite seiner Handlungen, aber die stimmen ihm zu in der Ukraine-Krise. Danke, ich hoffe, Sie sind... Einfach stellen, wenn ich sage, dass Sie alle Punkte untergebracht haben, die Sie unterbringen wollten. Sie müssen einfach mal gucken, für wen diese Images bestimmt sind. Wenn er mit offener Brust durch die Steppe reitet oder wenn er dann irgendwo taucht oder wenn er irgendwo schießt oder sowas. Das ist doch nicht für den Westen gedacht. Das ist eine PR-Maßnahme für die Russen. Er soll ankommen. Er soll im Grunde genommen ein starker Typ sein, im Gegensatz zu Jelzin. Das haben wir gesehen. Jelzin ist im Wesentlichen durch die Gegend gewankt am Schluss seines politischen Daseins. Hat Politik im Wesentlichen nach der Promillegrenze entschieden. Putin ist das Gegenstück dazu. Und Putin inszeniert sich. Diese Inszenierungen sind in der Regel überhaupt nicht für uns gedacht, von den PR-Strategien. Die sind für Russland gedacht. Das ist der eine Punkt, der schon mal relativ zentral ist für den. Deswegen, Judo hat er allerdings immer gemacht, das muss man dazu sagen. Da ist er durchaus auch sportlich interessiert. Aber die gleiche Geschichte mit dieser Veranstaltung. Das ist eine Parteiveranstaltung und da steht Russland am Schluss auch mal da und da wird gejubelt und wird gehämmert und gemacht und getan. Gehen Sie mal auf eine Deutschland-Veranstaltung der Union, da passiert das nicht ganz so, aber Sie dagegen auch feiern, wenn Deutschland da steht, da wird auch gejubelt. Gehen Sie zu Obama und Sie werden die gleiche Nummer kriegen. Das würde ich überhaupt nicht überbewerten. Dann kommen wir doch mal gleich zu dem Punkt, den Sie wunderbarerweise beschrieben haben. Putin, haben Sie die Einstellung noch mal gesehen, hat gesagt, er soll so sein wie der Westen. Sie haben ein Programm entwickelt des Westens, was Russland gefälligst zu übernehmen hat. Das ist eine Vorstellung, die ein bisschen sehr schwierig ist. Wie kommen Sie dazu, einem Land von außen eine Entwicklung zu diktieren? Dieses Land muss diese Entwicklung selber durchmachen. Das ist eine zentrale Nummer. Hat er aber unterschrieben im Europarat? Er hat doch nicht unterschrieben, dass er das deutsche Grundgesetz einführen hat. Er hat sich zu Sachen bekannt mit dieser Unterschrift. Und da muss man sich auch dran halten. Und er hält sich an keinerlei Verträge. Hören Sie doch mal auf mit diesen komischen Geschichten. Das Land muss in diesem Zusammenhang, selbst durchsetzen. Und wenn die Gruppierungen Putin rausschmeißen oder abwählen innerhalb eines langen politischen Prozesses, dann werden die das tun. Es wird nicht der Westen tun. Und der Westen kann auch nicht diese Ersatzhandlung vornehmen. Das funktioniert nicht. Ja, der Westen schreibt ja nichts. Die hier vor einem Jahr große Wellen geschlagen hat, mal ganz kurz antippen. Es ging um Homosexuelle und um Lesben in dem Zusammenhang. Und wenn man weiß, dass in Russland 80% der Bevölkerung etwa homophob ist, wie schlau ist es denn dann eigentlich, vom Ausland her zu fordern,
dass die gleichen Rechte, die wir hier haben, dort eingeführt werden müssen. Und zwar als außenpolitische Forderung. Wir entsinnen uns noch im vergangenen Jahr. Das geht sowieso nicht, haben die damals gesagt. Bei uns hat die Schwulen- und Lesbenbewegung 30, 20 Jahre gebraucht, wie sie es geschafft hat, innerhalb dieser Gesellschaft Gesetze zu kriegen, die funktioniert haben halbwegs. In dieser Gesellschaft wird das Gleiche passieren, mehr oder weniger, aber die werden sich selbst durchsetzen müssen und diese Gesetze selber schaffen müssen in diesem Land. Sie können die von außen sozusagen nicht befördern und nicht aufoktroyieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt nochmal, wir haben vorhin darüber geredet, über diesen geopolitischen Konflikt. Natürlich sind russische Soldaten dort. Natürlich sind natürlich auch amerikanische Söldner dort. Der BND hat ihnen gemeldet, am 29. April gab es eine Besprechung im Bundeskanzleramt, dass von Blackwater 400 Leute da sind. Das ist das normale Geschehen innerhalb eines solchen Gemetzels, dass beide Seiten im Zusammenhang mit einem solchen Bürgerkriegs- und außenpolitischen Konflikt Leute schicken, Militärberater schicken. Und es nützt nichts zu sagen, da gibt es nur die Russen. Natürlich gibt es da die Russen, natürlich gibt es Militärberater der Russen. Aber es gibt natürlich auch andere, auch der Amerikaner sind da. Wir haben einen geopolitischen Konflikt. Und wenn wir immer nur sagen, das sind die Bösen und das sind die Guten, kriegen wir noch mehr, wie 2.500 Leute tot sind. Kriegen wir noch mehr dafür. Die Invasion. Ich möchte Sie auch bitten, mit Ihrer Antwort danach auch darauf zu reagieren. Schauen Sie sich einfach mal diese andere Perspektive an, wie man das Geschehen, was Herr Seipel skizziert hat, noch ein bisschen weiter zurückgehend auch sehen kann. Von Moskau aus gesehen ist die Europäische Union seit dem Mauerfall immer näher gekommen. Sie reicht heute bis zur russischen Grenze und bis ans Schwarze Meer. Und jedes der neuen Mitglieder wurde bisher auch Mitglied der NATO. Moskau sieht sich von der NATO betrogen. Denn nach dem Mauerfall hatten führende Politiker des Westens Zusagen gemacht. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Das Versprechen hielt nur kurz. Als die NATO 2008 auch noch Georgien und der Ukraine die Mitgliedschaft in Aussicht stellte, wurde Präsident Wladimir Putin deutlich. Die Präsenz eines mächtigen Militärblocks an den Grenzen unseres Landes wird in Russland als eine direkte Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes wahrgenommen. Und die Beteuerung, dass dieser Prozess nicht gegen Russland gerichtet sei, kann uns nicht zufriedenstellen. Wenn man da genau hingehört hätte, hätte man, glaube ich, vieles vermeiden können. Herr Altmaier, wenn Sie sich die Karte angucken, die Geschichte, Genschers Versprechen, dann sind wir gar nicht die Harmlosen. Dann kann man durchaus sagen, wir haben dieses Land ganz schön in die Zange genommen. Dann letztendlich. Aber wenn man sich die Karte anguckt, ist eingreifen. Angst haben? Ich wollte nur mal, Herr Altmaier, ganz kurz. Sie sind ein. Warum haben Sie Angst und nicht vor der NATO? Ja, darf ich ja noch mal weiter ausführen. Sie sind ein Politiker und Sie wissen, wie wichtig es ist für einen Politiker, auf die Wünsche und vielleicht auch Hoffnungen der Wähler einzugehen. Herr Putin ist auch ein Politiker und er geht genauso wie Sie auf die Wünsche und Hoffnungen der russischen Bevölkerung ein. Selbstverständlich gibt es ja Oppositionelle bzw. seine Gegner, die das nicht wollen. Aber Tatsachen sind so, dass die Russen, selbst wenn sie denken, dass sie unterentwickelt sind, im Vergleich zu den moralischen Apostelwesten, sie wollen trotzdem nicht, dass die NATO sich an ihre Grenzen rankommt. Herr Pleite. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das lernt man in der Schule. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, Frau Rose. Wird die NATO als Verteidigungsbündnis in Russland empfunden? Als reines Verteidigungsbündnis? In meiner Heimatstadt hat mich einmal ein Fließbandmeister, also meine Freundin, ganz einfacher Mensch, gefragt, was will denn die NATO? Warum kommen sie an unsere Grenzen? Das war die Antwort auf die Frage, was denkt man hier über die Ukraine-Krise? Mhm. Ich konnte diesen Menschen nichts antworten. Und selbst wenn zum Beispiel die radikalen Oppositionellen in Russland das verlangen, dass die NATO an die russischen Grenzen anrückt, das hat zum Beispiel immer die ehemalige, jetzt verstorbene Oppositionelle Valeria Novodvorskaya gesagt, die ich auch sehr respektiere. Und ein Interview mit ihr habe ich auch selbst gemacht, als ich noch studiert habe. Sind die meisten Menschen in Russland nicht damit zufrieden, dass die NATO Russen einkreist? Und Sie wissen, dass ist der Begriff Einkreisen, wenn man sich die Russland ist so groß. Die Karte mal anguckt, ist der Begriff Einkreisen richtig? So sagt man das in Russland. Ich weiß es nicht warum. Jedenfalls übersetze ich. Alter politischer Begriff. Der kommt aus den 70er Jahren.